Die drei mächtigen Gebirgszüge Hindukusch, Karakorum und Himalaya treffen im Norden Pakistans zusammen. Die Bergbewohner gaben dieser Region den Namen Bamidanya, das Dach der Welt. Von den Gebirgen, die sich hier aneinander drängen, erstreckt sich der Hindukusch in west-südwestliche Richtung und erreicht mit dem Gipfel des Dirich Mir seine höchste Erhebung. Der Himalaya, das höchste Gebirge der Erde, bildet in einem langen, nach Süden verschobenen Bogen die Grenze zwischen Süd- und Zentralasien. Der Karakorum schließt sich als Trans-Himalaya-Gebirge von Nordwesten und Südosten dem Himalaya-System an. Diese drei gewaltigen Gebirgszüge bilden den sogenannten Pamir-Knoten und hier sind einige der höchsten Berge der Welt zu finden. So lebensfeindlich die hohen Berge dieses Gebietes schon immer waren, in den Tälern lebten schon vor 2000 Jahren Menschen. Es zogen Karawanen mit wertvollen Gütern in Richtung China, wo sie die Handelsgüter aus dem westlichen Teil der damals bekannten Welt gegen Seide, Gewürze und Porzellan eintauschten und in ihre Länder zurückbrachten. Die Ansässigen lebten von der Landwirtschaft, bauten in den kurzen Sommermonaten auf den von Flüssen und Vorbergen abgerungenen Feldern Getreide, Gemüse und auch Obst an, das sie wieder an die Durchreisenden verkauften. So waren die Menschen in diesem Gebiet, wenn auch durch die schwierige geologische Lage oft eingeschränkt, durchaus imstande, sich schon in frühen Zeiten einen gewissen Wohlstand zu schaffen. Es sind die 7- und 8000er, die diese Landschaft prägen. Umhüllt mit einer ewigen Eisschicht sind sie unnahbar schön. Wie der Rakaposhi, der Hausberg des Hunza-Tales. Mit 7788 Metern ist er sicherlich nicht der höchste des Gebietes, doch ein schwierig zu besteigender. Drei Versuche scheiterten, 1947, 1954 und 1956 mussten die Expeditionen zur Mutter des Nebels, wie die Einheimischen den vereisten Gebirgsstock nennen, abgebrochen werden. Bei einem erneuten Versuch 1958 gelang es einer britisch-pakistanischen Expedition, den Berg über die Gletscherroute des Golat-Gol-Gletschers zu besteigen. Es war die Zeit der Erstbesteigungen, wo mit ungeheurem Einsatz an Material und Menschen versucht wurde, die bis dahin unbezwungenen Gipfel zu besteigen. Für die meisten Pakistani macht es auch heute noch keinen Sinn, sich in die Region des ewigen Eises zu begeben und sich den Gefahren auszusetzen. In den Sommermonaten taut der Gletscher durch die massive Sonneneinstrahlung stark ab und fließt in den Hunza-Fluss, der in dieser Jahreszeit wenig Wasser führt. Wasser ist hier besonders wichtig in dieser halbwüstenartigen Region. Wo nicht massiv bewässert wird, wächst kaum etwas. Im Hauptort des Hunza-Tales, Karimabad, dem einstigen Sitz des Königs, des Mirs, begann man schon vor Jahrhunderten mit der Bewässerung der an den Hängen angelegten Feldern und Terrassen. Dies ist bis heute die einzige Möglichkeit, in dem trockenen Klima den Böden etwas abzuringern und so das Volk der Hunza-Kutz zu versorgen. Ein ausgeklügeltes Wassersystem wurde entwickelt, das bis heute voll funktionsfähig ist. Die Gletscherflüsse vom Ladyfinger und Hunza Peak werden aufgestaut und durch Kanäle nach Karimabad und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen geleitet.
Jeder Familie wird nach einem altbewährten System, je nach Größe der Landfläche, Wasser für Stunden zugeteilt. Und so ist es möglich, in einer Höhe von 2500 Metern dem steinigen Boden auf den steilen Terrassen eine gute Ernte von Getreide, Mais und Obst abzuringen. Vor allem Marillen gedeihen hier vorzüglich. Diese werden entkernt und auf den flachen Hausdächern getrocknet. Die Marillen sind eines der Hauptnahrungsmittel der Hunzerkutz. Die Bewohner des Tales sind weit über ihr Gebiet hinaus dafür bekannt, dass sie selten krank sind und sehr alt werden. Dies liegt wohl trotz des harten Lebens im Hochgebirge am sauberen Quellwasser und der Ernährung. Sie essen wenig Fleisch, aber umso mehr Obst und Gemüse und in den Wintermonaten die getrockneten Marillen und Nüsse. Wenn man die Häuser im alten Stadtteil Karimabads betrachtet, muss man annehmen, dass sich dem Mir schon vor 600 Jahren ein ähnliches Bild geboten hat. Sie sind aus Naturstein gebaut und die Fugen mit Lehm gedichtet. Allesamt haben sie Flachdächer, die jedes Jahr nach dem langen Winter wieder repariert werden müssen. Die kleinen Fenster und Türöffnungen lassen kaum Licht in die Innenräume, aber auch nicht so leicht die Kälte in den Wintermonaten. Beheizt wird nur ein Raum von einer offenen Feuerstelle, die mehr raucht, als sie Wärme abgibt. In den Häusern herrscht meist akuter Platzmangel, denn in der Regel leben drei Generationen unter einem Dach. In dieser abgeschiedenen Region hat sich das Leben der Menschen in den letzten Jahrzehnten nur unwesentlich geändert. Durch das Satellitenfernsehen sind sie auf vieles aufmerksam geworden, doch ihre meist angespannte finanzielle Situation lässt sie nicht an den technischen Errungenschaften, die ihr Leben etwas erleichtern würden, teilhaben. In den kleinen Gassen der Altstadt haben Händler und Garküchen ihre Geschäfte. Ohne Hilfsmittel wird wie seit eh und je hier der Teig gemischt, dann ausgerollt und befüllt mit einer scharfen Fleischmasse auf dem Herd, der aus einer alten Öltonne gefertigt ist, herausgebraten. Daneben gleicht der Fleischer. Die hygienischen Verhältnisse sind nicht gerade die besten. Ein Kühlschrank für das Fleisch ist noch unbekannt. Auch Handwerk findet man in der Altstadt. Ein Drechsler arbeitet an Holzgefäßen für den täglichen Gebrauch. Es sind einfache, aus einem Stück gefertigte Schalen und Behälter. Die geschickten Hände formen, ohne Maß aufzutragen, in kürzester Zeit den Gegenstand. Das Besondere an der alten Drechselbank ist, dass sie mit Wasser aus einer Quelle betrieben wird. Im frühen 16. Jahrhundert ließ der damalige Mir seine Residenz hoch über Karimabad errichten, das Baldit Fort, das als Festung im tibetischen Stil erbaut wurde. Eine würdige Residenz für einen König. In den Tälern des Hunzergebietes war damals eine sehr unruhige Zeit und so musste das Gebäude sicher vor Angriffen sein. Jedes Tal war ein kleines Königreich oder ein Fürstentum und sie bekriegten und beraubten sich gegenseitig. Jahrhundertelang waren die Hunzerkutz eine Gefahr für alle, die mit Karawanen durch den Karakorum und den Hindukusch nach China zogen. Sie überfielen die Händler und versklavten die Gefangenen. Ihre Raubzüge unternahmen sie bis nach Baltistan und Turkestan. Bis 1974 dauerte die Herrschaft der Mirs. Der entmachtete Mir verließ seine Residenz und gab sie dem Verfall preis. Jahrzehntelang verfiel das Gebäude und wurde erst in den letzten Jahren mit Mitteln des Aga Khan aufwendig restauriert. Hoch über dem Talgrund auf einem 300 Meter hohen Felsen steht der ursprüngliche Sitz der Könige von Hunza, das Altit Fort. Diese Wehranlage soll schon um 1000 nach Christus errichtet worden sein, wurde aber, als das neue Fort, das Baltit Fort, gebaut wurde, aufgegeben. Dementsprechend ist der bauliche Zustand. Verwitterte Holzteile und zerbröckelndes Mauerwerk blieben von der einstigen Wehranlage über, nur der weithin sichtbare Wehrturm ist noch einigermaßen erhalten.
Die Hunzakuts hatten immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Nachbarkönigreich Naga. Die kriegerischen Handlungen resultierten vor allem aus der Lage der kleinen Königreiche. Hunza lag auf der Sonnenseite des Tales und war somit in der Landwirtschaft begünstigter. Dazu kam, dass sie die Wege der Handelskarawanen kontrollierten und Wegzölle verlangten. Das Königreich Hunza war daher wirtschaftlich besser gestellt. Auch heute ist das Nagatal nur schwer zugänglich. Eine schmale, staubige Piste führt neben dem tief eingeschnittenen Flussbett ins ehemalige Königreich. Umgeben von den hohen Bergen des Rakaposhi-Massivs fällt wenig Sonne in den Wintermonaten in die Täler. Besonders schwierig ist es, während der kalten und schneereichen Jahreszeit ins Nagatal zu kommen. Die Bewohner sind dann oft wochenlang vom Hunzatal abgeschnitten. Viele der Bewohner verlassen dieses Gebiet nie, sie sind extrem scheu und gegenüber allem Fremden abweisend. Frauen bekommt man kaum zu Gesicht, man sieht sie nur von Weitem, wenn sie in ihren langen Gewändern die schwere Feldarbeit verrichten. Es ist viel zu tun in der Landwirtschaft. Geerntet wird durch die Höhenlage und den kurzen Sommer nur einmal und so muss dem Boden so viel wie möglich abgerungen werden. Vereinzelt sieht man auch Männer, die riesigen Bündel Heu tragen, die für die Versorgung der Tiere in die Ansiedlungen geschleppt werden müssen. Das Talende bildet der Hoppergletscher, der vom Golden Peak herabwandert. In der schneefreien Zeit zeigt sich der Gletscher mit riesigen Spalten und einer grauen bis schwarzen Farbe nicht von seiner schönsten Seite. Dies ist jedoch nicht auf Umweltverschmutzung zurückzuführen, sondern auf das dunkle Gestein, das die Eismassen bei der Wanderung ins Tal abbauen. Die dunkle Färbung des Eises und die hohe Sonneneinstrahlung lassen den Gletscher in den Sommermonaten viel an Substanz verlieren. Wenn viel Eis zu Wasser wird, kracht es in den Eismassen gewaltig und die Bewohner des Tales sagen dann, der Hopper spricht. Die kahlen Flächen der Randmoränen werden immer wieder durch ein wenig Grün von trockenen Gewächsen unterbrochen, meist sind es harte Disteln und einige blühende Hochgebirgspflanzen. Große Tiere sucht man vergebens in diesem abgeschiedenen Gebiet. Nur Eidechsen wollen in der Sonne die Starre der Nacht loswerden. In dieser Gebirgswelt mit ihren unwirtlichen Tälern waren schon seit Hunderten von Jahren Menschen unterwegs, um Waren über weite Strecken zu transportieren. Man errichtete schmale Wege, auf denen die Karawanen in strapaziösen Tagesmärschen ihrem Ziel näher kamen. Von China kommend verlief die Seidenstraße durch die Täler des Hunza- und Indusflusses bis nach Taxila, wo sie weiter nach Afghanistan führte. Diese Wegstrecke misst in Pakistan ca. 1500 Kilometer und war nur 8 Monate im Jahr begehbar. Aus Überlieferungen weiß man, dass eine Karawane mit Kamelen, Tragtieren und Pferden im Tag eine durchschnittliche Strecke von 25 Kilometer zurücklegte und sie somit für die 1500 Kilometer 3 Monate bei günstigen Witterungsbedingungen brauchte. Durch die Ebenen und Vorberge im Süden der Route war es nicht so schwierig, doch bei der Durchwanderung des Karakorum und des Transhimal gab es für Mensch und Tier große Gefahren zu überwinden. Ab Ende Oktober gab es in den Höhenlagen die ersten Schneefälle und so war ein Überschreiten der Pässe nicht mehr möglich. Erst nach der Schneeschmelze Ende Mai konnten die Karawanen wieder über die Pässe ziehen. Wenn in den Tälern nach dem Winter der Wasserstand zu hoch war, nahm man die hoch in den Hängen angelegten Pfade. Die reißenden Flüsse überquerte man meist über schwankende Hängebrücken oder bei Niederwasser bei einer Furt. Viele Zeugnisse des alten Karawanenweges findet man noch auf der Strecke. Es sind Felsritzzeichnungen mit meist religiösem Inhalt. Der Buddhismus war bei den Völkern dieses Gebietes die meist verbreitete Religion.
Neben Abbildungen von Buddha finden sich Einritzungen mit archaischen Darstellungen von Bodhisattvas und Stupas im Fels. Diese Plätze waren nicht nur religiöse Orte, sondern die Felszeichnungen dienten als Wegweiser für die Durchziehenden. Es fand auch reger Austausch der Kulturen statt, da sich immer wieder Menschen verschiedener Rassen und Länder auf der Strecke trafen. Es gab auch immer wieder Zeiten, wo der Transport der Güter nicht so florierte. Es hing vor allem von der politischen Situation und der inneren Stabilität in China ab, ob der Handel gewinnbringend war. Der Name Seidenstraße wurde erst im frühen 19. Jahrhundert geläufig, da damals Seide das begehrteste Handelsprodukt war. Im Lauf der Zeit machte jedoch der Anteil der Seide nur einen kleinen Teil der Handelsgüter aus. Ostwärts ziehende Karawanen waren mit Gold, edlen Metallen, Edelsteinen, Elfenbein und Korallen beladen. Die westwärts ziehenden nahmen Pelze, Keramik, Gewürze und Bronzewaffen mit auf den Weg. Das Überqueren der Gebirge war mit vielen Gefahren verbunden. Höhenkrankheit, Schneeblindheit und Gletscherspalten. Die Höhenkrankheit war für die Reisenden eines der größten Probleme, besonders für die, die aus dem Tiefland kamen. Von der alten Route ist nichts mehr zu sehen, doch vereinzelte Pfade neben den Flüssen oder schmale Wege an den Flanken der Berghänge und verfallene Hängebrücken sind Reste einer Strecke, die bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts für den Warenverkehr benutzt wurde. Dann reichten die kleinen beschwerlichen Wege nicht mehr und China drängte auf den Bau einer Straße durch das Hochgebirge, die wenigstens in den schneefreien Monaten befahren werden konnte. 1963 begann man mit dem Bau des Karakorum Highways. Geplant und größtenteils finanziert wurde von China, da Pakistan damals weder die Mittel noch das technische Wissen hatte, um so ein Projekt durchzuführen. So gut auch die kühne Planung viele der Schwierigkeiten voraussah, kam es durch unvorhergesehene Witterungseinflüsse, Felsstürze und technische Probleme bei der Streckenführung zu Verzögerungen. Abgesehen von den enormen Kosten, die dieses gewaltige Projekt verschlang, bezahlten viele der Bauarbeiter, die an dieser Hochstraße arbeiteten, mit ihrem Leben. 153 chinesische und ca. 500 pakistanische Straßenarbeiter und teilweise eingesetzte Sträflinge starben durch Steinschlag, Sprengungen, Hochwasser und Lawinen. Für viele ist die Straße der Freundschaft, wie sie auch genannt wird, das achte Weltwunder. Für die meisten der Truckfahrer jedoch ein Albtraum. Der Bau dieses Projektes dauerte bis 1976. Der Karakorum Highway ist an manchen Stellen jedoch bis heute nicht fertiggestellt. Er muss immer wieder verbreitert werden, da er dem zunehmenden Verkehr nicht mehr entspricht. Etwas außerhalb von Rawalpindi beginnt der Karakorum Highway in der Ebene, führt durch das Tal des Hindusflusses, steigt an in die Mittelgebirgstäler des Hunza-Flusses, bis er im Nordosten Pakistans das Karakorum-Gebirge durchschneidet und beim Kuncharab-Pass Pakistan nach China in Richtung der Oase Kashgar verlässt. 1300 Kilometer ist die Strecke lang und sie hat das Leben der hier Wohnenden und zum Teil auch die Landschaft nachhaltig verändert. Große Tankstellen wurden errichtet und bei diesen wird nicht im geringsten auf die Umwelt geachtet. Beim Betanken oder bei Reparaturarbeiten fließt Treibstoff und Öl in den Boden und sickert ins Erdreich. In den schmalen Flusstälern wurden massive Sprengungen durchgeführt, damit man in den Felswänden einen einigermaßen befahrbaren Weg hoch über dem Fluss führen konnte. Die kleinen Dörfer, die an der Straße liegen, profitieren nicht sehr viel vom neuen Verkehrsweg. Die Lkw-Fahrer fahren meist durch, denn sie werden nach Fuhren bezahlt und müssen so rasch wie möglich die Strecke passieren.
Das dörfliche Leben nimmt seinen gewohnten Lauf, aber meist nur für die ältere Bevölkerung. Sie betreiben noch immer Landwirtschaft und Viehzucht. Die jungen Leute wandern ab. Durch die Straße ist eine Reise in die Städte im Süden nicht mehr so beschwerlich und zeitraubend. Sie nehmen dort eine andere Lebensart an und die altüberlieferten Bräuche und Sitten gehen verloren. Die aus Naturstein gebauten Häuser sind oft in sehr desolatem Zustand. Es fehlt sichtlich an Geld. Obwohl durch die Verkehrsverbindung eine Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte leichter wäre, sind die Transportkosten bis in die Hauptstadt zu hoch. Die Straße steigt an und wird begleitet vom Hunzerfluss, der vom Passugletscher gespeist wird. In den Bergen des Karakorums befinden sich die längsten Gletscher der Welt. Die Gletscher sind ein Wasserreservoir und sehr wichtig für die Niederschlagsmengen in den Ebenen Pakistans. Doch durch die Luftverschmutzung, hervorgerufen durch den Verkehr und die Industrieanlagen in China, tauen die Eismassen schneller ab als in den letzten Jahrhunderten. Der grenzüberschreitenden Verschmutzung ist kaum Einhalt zu gebieten, doch auch gegen den Schadstoffausstoß der Lastkraftwagen wird nichts getan. Mit 30 bis 40 Kilometer pro Stunde kriechen sie dahin und blasen die Abgase ungefiltert in die Luft. Für die Fahrer ist die Strecke sehr gefährlich. Sie ist über die gesamte Länge nur zweispurig ausgebaut und mit Lkw-Gegenverkehr wird es schon sehr eng. Nach starken Regenfällen rutschen oft ganze Berghänge ab, dann behindern Baustellen ein Weiterkommen. Die Bautrupps sind während der gesamten Saison hier stationiert und setzen die Straßen sofort instand. Trotzdem kann es fallweise zu Verzögerungen von mehreren Tagen kommen, wenn der Schaden größer ist. In Sust, 86 Kilometer vor der chinesischen Grenze, ist die Fahrt für Waren nach China vorerst zu Ende. Hier befindet sich die Grenzkontrolle und Zollabfertigung. Auch dürfen pakistanische Fahrzeuge nicht ins Nachbarland einreisen und so werden die Waren auf chinesische Fahrzeuge umgeladen. Ein zwischenstaatliches Abkommen ermöglicht es, dass chinesische Lastkraftwagen bis Sust ohne Formalitäten fahren können und erst in der kleinen Ansiedlung die Zollabfertigung durchführen. Hier stehen dann die Kunstwerke auf Räder, die über und über mit Ornamenten und Bildern bemalt sind. Diese Art der Malerei ist mittlerweile ein bedeutender Zweig der Volkskunst Pakistans. Jeder Wagen ist ein Unikat. Die Heckaufbauten sind hoch über das Führerhaus gezogen. Vom Holz des Aufbaues ist nichts sichtbar. Alles ist reich bemalt und mit Applikationen versehen. Die Stoßstangen und Felgen sind mit Ketten und bemalten Metallplatten ausgestattet, die gefährlich über die Karosserie hinausragen. Die Ornamente und aufgemalten Symbole sollen Geister abwehren und den Fahrer schützen. Ein abgebildetes Flugzeug hingegen bedeutet, dass der Eigner oder der Fahrer nach Saudi-Arabien flog und an der Hadsch, der Pilgerreise nach Mekka, teilgenommen hat. Für die Fahrer ist die Bemalung und Verzierung der Fahrzeuge ein Statussymbol, wenn sie auch alt und desolat sind. Nach der Ansiedlung Sust steigt die Straße stetig an. Die Piste wird immer schwieriger zu befahren. Die Hochstraße schlängelt sich nun durch enge Schluchten, führt an Berghängen entlang, unter Felsvorsprüngen hindurch und passiert mächtige Felsformationen, die wie riesige Festungsmauern aufragen. Auf diesem Teilstück der Straße hat man einen Nationalpark eingerichtet, um die Landschaft und die Tierwelt zu schützen. Größere Tiere bekommt man kaum zu sehen, sie sind sehr scheu. Durch den ständigen Verkehr auf dem Highway haben sie sich in die weiter entfernte Bergwelt zurückgezogen. Vereinzelt sieht man jedoch Murmeltiere, die sich offenbar schon an die Menschen gewöhnt haben. Manchmal auch Nachs. Es ist dies eine Kreuzung zwischen den halbwilden Yaks, den Hochgebirgsrindern des Himalaya-Gebietes, und gezüchteten Rindern.
Die Besitzer der Nachs lassen ihre Tiere, solange es schneefrei ist, auf den Hochweiden. Die Hirten benutzen mit ihren Ziegen und Schafen auch die Straße. Es ist ein viel leichteres Fortkommen als im schwierig zu begehenden Gelände. Auf einer Höhe von 4733 Metern liegt der Kuncherapass, der Grenzübergang nach China. Für den Warenverkehr ist die Grenze offen. Reisende, die die Grenze überschreiten wollen, müssen in Rawalpindi um ein Visum ansuchen. Eine Straßentafel gibt Auskunft über Entfernungen zu bekannten Wegpunkten. Von hier nach Peking sind es noch 6921 Kilometer. So spektakulär die Straße ist, so unscheinbar der Grenzübergang. Es ist eine Stele, die auf der einen Seite mit dem Schriftzug Pakistan und auf der anderen Seite, für uns nicht lesbar, dem von China versehen ist. Kein Wachtposten, keine Kontrollen. Am Nachmittag ist auf der Passhöhe kaum mehr Verkehr. Die Fahrzeuge fahren meist frühmorgens ab und haben den Grenzübertritt bereits passiert. Auch wir treten rasch die Rückfahrt an, denn es wird hier oben schnell dunkel und die Strecke bei Dunkelheit talwärts zu fahren ist nicht sehr ratsam. Wie die Errichtung des Karakorum Highways war auch der Bau der Straßen in die Seitentäler des mächtigen Gebirgsmassives ein großes Problem. Nach Skardu, der Provinzhauptstadt Baltistans, sind es 170 Kilometer. Die Straße dorthin ist ebenfalls eine sehr beeindruckende Fahrtstrecke im Hochgebirge Nordpakistans, deren Bau fast 34 Jahre in Anspruch nahm. Der Indus hat in Hunderttausenden von Jahren sein Flussbett tief ins Gestein gegraben und schuf so die längste vegetationslose dunkle Felsschlucht der Welt. Selbst in den Sommermonaten scheint nur durchschnittlich 3 Stunden pro Tag die Sonne zwischen den Felstürmen. 22 Brücken mussten gebaut werden, um die Schlucht passierbar zu machen. Hoch in die Steilhänge wurde eine Trasse gesprengt, da nahe dem Fluss die Gefahr von Überflutungen nach der Schneeschmelze immer gegeben war. Der unregulierte Indus hat in dem engen Tal eine gewaltige Strömungsgeschwindigkeit. Felsen liegen im Flussbett, die von den Steilhängen immer wieder nach der Frostperiode abbrechen und in die Tiefe stürzen. Bis 1947 war der Weg nach Kargil, im heutigen indischen Teil der Nordprovinz Ladakh gelegen, die einzige Verbindung in östliche Richtung. Nach der Teilung Indiens war Skardu zunächst vom übrigen Pakistan abgeschnitten, lediglich ein gefährlicher Weg am Steilhang hoch über dem Indus verband Baltistan mit den übrigen Provinzen. 1948 begannen pakistanische Pioniere, die Straße zu bauen, die nur mit kleinen Wagen mit Allradantrieb befahren werden konnte. Diese Lastenjeeps hielten die Versorgung aufrecht. 1972 wurde die Piste verbreitert und ein wenig sicherer. Eine weitere Verbreiterung begann man 1975, wobei die Fahrbahn auf eine Breite von 3,5 Meter ausgebaut wurde und dann einen langsamen, vorsichtigen Busverkehr erlaubte. Als dann am 1.9.1980 der erste Bus Skardu erreichte, war dies ein denkwürdiger Tag für die Erschließung Baltistans. Es gibt kaum Rastplätze auf der Strecke. Bei den wenigen Tankstellen sind kleine Reparaturwerkstätten angeschlossen, wo Reifen repariert werden können. Wenn größere Schäden anfallen, werden diese mit Geschick und Improvisationsgabe des Mechanikers vorgenommen, da die Lastkraftwagen, die in Pakistan unterwegs sind, sich nur auf 3 Fahrzeugmarken beschränken. Bei den Tankstellen sind auch kleine Restaurants, wo man einfache Speisen bekommt. Das Essen schmeckt gut. Ein Blick in die Küche ist wenig ratsam. An Gefährlichkeit hat die Strecke bis heute nichts verloren. Es gibt kaum eine Stelle, wo 2 Lastkraftwagen aneinander vorbeifahren können.
Starke Regenfälle lösen immer wieder Erdrutsche aus und die Straße ist dann oft für Tage unpassierbar. In der kalten Jahreszeit sind es die Lawinen und in der heißen der Steinschlag, der diese Strecke zum Abenteuer werden lässt. Jedes Jahr verunglücken Fahrer, denn wenn ein Lastwagen abstürzt, findet er sich ca. 200 Meter tiefer im Fluss. Das Indus-Tal in diesem Gebiet ist eines der am geringsten besiedelten Täler Pakistans. Nur ganz wenige Landsleute haben es auf sich genommen, sich im sonnenarmen Indus-Tal anzusiedeln und hoch über dem Fluss ihre Terrassenfelder zu bebauen. Um zur Straße zu kommen, verwenden die Bewohner selbstgefertigte Seilbahnen über das Flussbett, denn Brücken von den Ansiedlungen aus gibt es in den wenigsten Fällen. Es sind einfache Konstruktionen von Hand betrieben, man setzt sich in die Kiste und wird von hilfreichen Händen ans andere Ufer gezogen. Nicht gefährlich, aber man sollte schon schwindelfrei sein. Knapp vor Skartu weitet sich das Tal in eine tektonische Senkung. Der zuerst so reißende Indus fließt nun träge in seinem Flussbett zwischen mächtigen Moränenkegel der Urzeitgletscher und Sedimentablagerungen im Gerinne. Nach einem Tag Fahrzeit ist Skartu die Provinzhauptstadt Baltistans erreicht. Skartu ist eine Kleinstadt mit ca. 10.000 Einwohnern, in deren Stadtkern sich viele Geschäfte angesiedelt haben. Obwohl die Bewohner Baltistans ein sehr zurückhaltendes Volk sind, überwiegt doch die Neugierde und Fremde werden angesprochen, befragt und freundlich willkommen geheißen. Natürlich nur von den Männern, Frauen bekommt man nur spärlich zu sehen. Auch Handel und Handwerk obliegen in dieser Provinz ausschließlich der männlichen Bevölkerung. Das Geschäft scheint recht gut zu gehen, die kleinen Läden sind gut und vielfältig bestückt. Im Indus-Tal bei Skartu weht ständig Wind. Dabei werden feine Sandpartikel von den Sandbänken und dem Gletschergeröll abgetragen und im gesamten Tal verteilt. Freiflächen, die etwas außerhalb des dicht verbauten Gebietes liegen, wie der Friedhof, werden zugeweht und die Besucher müssen die Gräber immer wieder frei machen. Durch die Sandverfrachtungen ist es kaum möglich, rund um Skartu Landwirtschaft zu betreiben, obwohl es genügend Wasser gibt. Die kleinen Felder, die immer wieder angelegt werden, sind in kürzester Zeit vom Sand zugedeckt und es wächst nichts. Um der Winderosion einigermaßen Einhalt zu gebieten, pflanzte man entlang der Straßen in den Flussniederungen Weidengehölze. Die schnell wachsenden Hölzer verringern die Windverfrachtung des Sandes etwas und werden auch als Brennholz gebraucht. Hoch über der Stadt die Ruinen des einstigen Herrschaftssitzes des Mir, das Capocho, vor. Schon vor 150 Jahren wurde die Wehranlage verlassen, da sie nicht mehr den Anforderungen der Verteidigung entsprach. Der Shigar-Fluss, der in den Höhen des Karakorums entspringt, vereinigt sich in der Ebene von Skartu mit dem träge dahinfließenden Indus. Sedimente, die der Fluss mitbringt, lagern sich in riesigen Sandbänken ab und das Flussbett verlandet immer mehr. Das Tal ist umschlossen von Bergen und Moränenausläufern der urzeitlichen Gletscher. Dazwischen sind kleine Seen, die nach und nach verdunsten und erst wieder Verbindung mit dem Fluss haben, wenn dieser nach der Schneeschmelze genügend Wasser führt. Baltistan bietet eine Vielfalt von Landschaftsformen. Zum einen das Schwemmland des Indus, dann wüstenähnliche Gebiete, vom Wasser ausgewaschene und Winderosion zerfurchte Felstürme und steppenartige Landstriche, die mit einer dünnen Sandschicht überzogen sind und auf denen kaum Gras wächst zur Haltung von Schafen und Ziegen. Das Gebiet trägt auch den Beinamen Tibeti Kurt, Klein Tibet, wegen seiner hohen Berge und der kargen Landschaft. Schnell ändert sich das Landschaftsbild. Wo genug sauberes Wasser aus den Bergen kommt und auch bewässert wird, gleichen die Dörfer Oasen.
Das Dorf Shiga war einst Sitz des Mirs, des Königs des Gebietes. In Baltistan gab es bis zur Besetzung durch die Engländer 9 Königreiche. Vom einstigen Glanz ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Abgeschiedenheit von einigermaßen tauglichen Verkehrsverbindungen, jahrelange Isolation, da nach der Gründung des Staates Pakistan die Provinz zum militärischen Sperrgebiet ernannt wurde, und immer wieder Konflikte mit Indien wegen des Kaschmir-Problems ließen die Region in einen Dornröschenschlaf versinken. Auch nach der Öffnung Baltistans für Ausländer hält sich deren Interesse in Grenzen. Die dörfliche Bevölkerung ist arm. Es scheint genug zu essen zu geben, denn in den Gärten und auf den Feldern wächst alles gut. Das geerntete Getreide mahlt man in der mit Wasser betriebenen Mühle im Dorf selbst. Weidetiere wie Rinder sind hier selten zu sehen. Zur Fleisch- und Milchversorgung werden Schafe und Ziegen gezüchtet. Die Dorfbewohner sind Selbstversorger. Wenn ein Stück bunter Stoff, Batterien für das Radio oder ein neuer Benzinkocher gebraucht wird, muss man warten, bis der fahrende Händler ins Dorf kommt, denn die meisten Bewohner verlassen kaum ihre Ansiedlung. Um die medizinische Versorgung steht es nicht zum Besten. Dies sieht man besonders bei den Kindern. Mangelnde Hygiene, einseitige Ernährung und bei den Älteren nicht behandelte Krankheiten erleichtern das Leben der Bewohner nicht gerade. Die Häuser sind vorwiegend in desolatem Zustand und in der kalten Jahreszeit nur schlecht beheizbar, was der Gesundheit auch nicht förderlich ist. Die Baltis sind streng religiös, der islamische Glaube hat hier hohen Stellenwert. Diese Moschee, ganz aus Holz gebaut, soll 300 Jahre alt sein. Wegen fehlenden Geldmitteln wurde sie dem Verfall preisgegeben und ist jetzt in einem Zustand, der eine Wiederherstellung nicht mehr erlaubt. Die Einrichtungsgegenstände wurden entfernt oder liegen außerhalb des Gebäudes und verrotten. Das einst schön mit Schnitzereien ausgestattete Bauwerk war viele Jahre lang religiöses Zentrum des Dorfes. Von der zweiten Moschee des Ortes ruft noch mehrmals am Tag der Muezzin zum Gebet, zwar nicht mehr vom kleinen Turm, sondern über Lautsprecher. Die komplett aus Holz errichtete Gebetsstätte ist ein typischer Bau der späten Mogulzeit des 18. Jahrhunderts. Eingezogene Spitzbogen an der oberen Galerie mit durchbrochenen, gitterförmig ausgebildeten Balustraden und filigran geschnitzten, ursprünglich bemalten Friesen zeigen, dass in dieser Moschee auch der Mir betete. Einrichtung gibt es hier nicht mehr, nur der Mihrab, die Gebetsnische, ist noch original erhalten. Der untere Raum ist den Männern vorbehalten und das obere Stockwerk den Frauen, das über eine Außentreppe zu erreichen ist. Von dort kann die weibliche Bevölkerung durch ein Holzgitter in den unteren Raum blickend an der Zeremonie teilnehmen. Mit Geldmitteln aus Kartu begann man vor einigen Jahren mit den Instandsetzungsarbeiten, um wenigstens noch einen geringen Teil der alten Kulturgüter zu erhalten. Je weiter man sich von Skardu in Richtung indischer Grenze bewegt, wird die Besiedlung immer geringer. Die Einheimischen, die hier durchkommen, transportieren Waren für den örtlichen Bedarf. Und die wenigen ausländischen Reisenden, die sich in diese abgeschiedene Region verirren, werden von den Männern vor ihren kleinen Läden mit verschlossenen und abweisenden Blicken empfangen. Die Baltis gelten allgemein als sehr zurückhaltend und ablehnend gegenüber allem Fremden. Die Flüsse des Nordens bringen für eine kleine Gruppe von Menschen Verdienstmöglichkeit. Es sind Nomaden, die in der warmen Jahreszeit in die Flusstäler ziehen, um in den Sedimentablagerungen des Indus- und Shyok-Flusses nach Gold zu suchen. Es ist ein mühevolles Unterfangen. Die ganze Dorfgemeinschaft bivakiert am sandigen Flussufer. Es sind 10 Familien mit den Kindern, ca. 100 Personen. Schürfrechte haben sie keine. Ihre Arbeit wird aber von der pakistanischen Regierung toleriert, da der Ertrag äußerst gering ist.
Alle Männer beteiligen sich am Goldwaschen und auch schon die Buben ab einem Alter von 10 Jahren. Der Gruppenführer ist gerne bereit zu zeigen, wie die Goldgewinnung vonstatten geht. Der vom Indus und Chiyok mitgeführte Sand aus dem Hochgebirge ist leicht goldhältig. Bei Niederwasser ist der Uferrand frei und der zwischen den Steinen liegende Sand wird entnommen. Er wird gewaschen, auf eine Bambusmatte aufgebracht und so lange gespült, bis nur das ganz feine Material im Schwemmtrog zurückbleibt. In einer Alupfanne werden die kleinen Sandteile noch einmal gewaschen. Für den Laien ist nichts Hellglänzendes im schwarzen Sand zu erkennen. Jedoch der Goldwäscher möchte die Prozedur fortsetzen. In die Pfanne wird Quecksilber getan, das den feinen Goldstaub, sofern er vorhanden ist, bindet. Die Leute gehen etwas sorglos mit dem Schwermetall um. Offensichtlich wissen sie nicht um die Gefährlichkeit des Metalls. Der nächste Arbeitsgang ist das Ausschmelzen. Mit Pflanzenfasern wird Holzkohle zum Glühen gebracht und aus den heißen Quecksilberkügelchen sollte das Gold ausschmelzen. Leider hat es wieder nicht geklappt, doch die Leute sind an eine sehr geringe Ausbeute gewöhnt. Auf dem Seidenpapier liegt der Ertrag der letzten 3 Tage, wobei die Händler für diese Menge noch verunreinigtem Gold 2000 Rupien zahlen. Für uns ist es kaum verständlich, wie mit dem geringen Einkommen 10 Familien leben können. Wenn man einen Blick in die Zelte wirft, wird klar, es reicht nicht für das Nötigste. Außer einer bescheidenen Kochstelle, ein paar Lebensmitteln und alten Decken am Boden zum Schlafen ist nichts vorhanden. An dieser Situation wird sich wahrscheinlich kaum etwas ändern. Die Erwachsenen sind Analphabeten und die Kinder gehen, da sie keinen festen Wohnsitz haben, auch nicht zur Schule. Am Zusammenfluss des Indus mit dem Chiyok hat sich ein breites Flussdelta mit riesigen Sandbänken gebildet und bei Niederwasser droht das Flussbett komplett zu verlanden. Ein großes Problem in diesem Gebiet stellt das Queren der Flüsse dar. Die Hängebrücken sind zwar auch für größere Fahrzeuge gebaut, doch meistens ist eines der Tragseile defekt oder der hölzerne Brückenbelag arg ramponiert. Dann heißt es warten oder oftmals auch umkehren, denn bis eine Reparatur durchgeführt wird, kann es Tage dauern. Dazu kommt noch die Windanfälligkeit der Tragwerke. Bei starkem Wind schwankt das Brückenbauwerk dermaßen, dass ein Überqueren unmöglich ist. Der Chiyok-Fluss entspringt im Karakorum und wird von den Gletscherwassern des Mashaprum gespeist. Das schmale Tal, das zum Ursprung des Flusses führt, ist gering bewohnt. Zu den wenigen Dörfern führen unbefestigte Straßen, die nur in den Trockenmonaten befahrbar sind. Hier lebt eine streng islamische Bevölkerung, die sehr scheu und ablehnend ist. Frauen sieht man hier kaum, selbst die Kinder halten zu den Fremden Distanz. Die aus ungebranntem Lehm errichteten Häuser des Dorfes sind terrassenförmig angelegt. Das Dach des unteren Hauses bildet die nächste begehbare Freifläche. Jetzt im Herbst werden auf den Dächern die Feldfrüchte und die hier reichlich geernteten Marillen für den langen Winter getrocknet. Ist die Neugierde zu groß, bekommt man schon hin und wieder einen Bewohner zu sehen. In Marciulo steht die große Moschee des Tales. Anderorts darf man wenigstens von außen einen Blick ins Innere des Gebäudes werfen, doch selbst das ist hier nicht gestattet. Auf dem kleinen Friedhof hinter der Moschee stoßen wir auf einen sonst in Pakistan noch nie gesehenen Brauch. Die Angehörigen schmücken den Friedhof mit bunten Tüchern und an jedem großen Feiertag wird die Grabplatte mit einem neuen Tuch belegt. Baltistan kann auch mit einigen der höchsten Berge der Welt aufwarten. Der K2 ist 8611 Meter hoch, der Gashaprum 8068 Meter und der Mashaprum 7821 Meter.
Alle drei Gipfel sind eine Herausforderung für die Spitzenbergsteiger und jedes Jahr wird ihre Bezwingung probiert. Doch ebenso faszinierend sind die kleinen Täler mit üppigem Pflanzenwuchs und tiefblauen Seen. Circa 40 Kilometer von Skardu entfernt in den Bergen liegt der Katschura-See. Umschlossen von einer halbkreisförmigen Gletschermoräne ist er circa 100 Meter tief. Ein oberirdischer Zu- und Abfluss ist nicht vorhanden. Das Gewässer wird unterirdisch vom Gletscherwasser gespeist. Gut abgeschirmt durch die hohen Berge herrscht ein günstiges Klima für die Landwirtschaft. Hier in einer Höhe von 3000 Metern wird noch Ackerbau betrieben. Die Gesteinsmassen der Seitenmoränen findet man selbst im Dorf. Man hat sie nur zur Seite geräumt, um einen Weg zu schaffen, und sie werden an Ort und Stelle als Baumaterial verwendet. In den Häusern leben Mensch und Tier zusammen. Die aus Holz errichteten Getreidekasten stehen etwas abseits der Häuser. Holz gibt es beim Katschura-See genug. Für Brenn- und Feuerholz wurde die schnell wachsende Pappel gepflanzt. Aber auch viele Obstbaumsorten wurden hier kultiviert. Marillen, Maulbeer, Mandel- und Nussbäume. Die Früchte sind sehr wichtig für die Ernährung der Bevölkerung. Auf den kleinen Feldern wächst vorwiegend Gemüse und eine Frucht, deren kleine Kapseln gemahlen und zu Fladenbrot gebacken wird. Die Pflanzungen werden oftmals von den Kindern der Familien betreut. Kinderarbeit in der Landwirtschaft ist in Pakistan durchaus üblich, denn die Familien sind groß. 8 bis 10 Kinder sind keine Seltenheit. Schon vor ca. 2000 Jahren war hier Siedlungsgebiet und Handelskarawanen zogen vom Hochland von Tibet durch die Ebene von Skardu in Richtung der Berge des Transhimal. Am Eingang zur Satbara-Schlucht haben vor ca. 1000 Jahren gläubige Buddhisten eine Kultstätte errichtet. In einen großen Megalith haben sie Zeichnungen geritzt, es sind Darstellungen von Buddha-Figuren. Dieser Ort diente den Reisenden nicht nur als religiöse Stätte, sondern war Wegweiser auf ihrer weiten Wanderung. Urzeitliche Gletscher haben ein breites Tal ausgeschliffen, durch das sich der Satbara-Fluss schlängelt. Er entspringt in den Höhen des Deosai-Plateau und speist den Satbara-See, ein sehr kaltes, aber fischreiches Gewässer. Im Tal sind nur wenige Ansiedlungen. Es ist klimatisch nicht sehr begünstigt, da auch in den Sommermonaten kalte Fallwinde vom Deosai-Plateau herabkommen. Die Bewohner leben vorwiegend von der Jagd- und Ziegenzucht. Selbst um das Futter für die Tiere müssen sie bangen, denn der Winter ist hier lang. Vegetation gibt es im Tal bis ca. 3700 Meter, wobei bei den Dörfern vorwiegend Birken und Pappeln wachsen, ab 3000 Metern Zwergwacholder, der in diesem kalten Gebiet dringend als Brennmaterial gebraucht wird. Die Straße geht in eine Piste über. Das Tal wird immer enger und vegetationsloser und steigt, begleitet vom Satbara-Fluss, zum Deosai-Plateau an. Auf den Flanken der Berge wachsen nur mehr gelbbraune Flechten, die widerstandsfähig gegen die Unbilden der Natur sind. Auf einer Höhe von 4000 Metern ist die Kontrollstelle zum Nationalpark Deosai-Plateau. Hier tun zwei Mann in der schneefreien Zeit Dienst. Gut sind die Aufsichtsorgane des Nationalparks nicht ausgestattet. Ein Zelt und aufgeschichtete Steine mit einer Plane überdeckt dienen als Unterkunft. Ein Stück weiter trifft man auf eine Raststätte, die den hochtrabenden Namen Deosai Hotel trägt. Sie ist um nichts besser gebaut, aber man bekommt hier einfaches Essen, kann sich mit den nötigsten Dingen eindecken und wenn das Wetter umschlägt, auch übernachten.
Das Deosei-Plateau wurde 1995 zum Nationalpark erklärt. Die 3000 Quadratkilometer große Hochebene liegt in einer Höhe von 4000 bis 4300 Metern. Sie ist der Lebensraum von ca. 25 Braunbären und einer nicht bekannten Anzahl von Schneeleoparden. In speziellen Landkarten sind zwar Fahrwege auf dem Deosei-Plateau eingezeichnet, die aber oft nicht mehr vorhanden sind. Der kleine Flusslauf hat sein Bett verlagert und schon muss nach einer neuen Furt gesucht werden. Will man die Hochebene durchqueren, was in einem Tag nicht möglich ist, muss entsprechende Ausrüstung mitgenommen werden. Bei der einzigen Brücke, die es hier oben gibt, ist ein idealer Lagerplatz. Rasch wird das mitgebrachte Zelt aufgebaut, denn es ist windig und kalt. Tagsüber steigt die Temperatur im September nicht über 7 bis 8 Grad. Unsere Begleiter sind sehr gute Köche. Das Mitgebrachte wird hergerichtet und über den Benzinkocher eine gute Mahlzeit zubereitet. Es dauert schon eine Weile, denn in über 4000 Meter Höhe braucht das Wasser etwas länger zum Kochen. Auch Hirten mit ihrer Herde wollen hier etwas rasten. Sie sind schon eine Woche am Deosei-Plateau unterwegs und werden noch einmal so lange brauchen, bis sie in Skardu angelangt sind, um die Schafe und Ziegen zu übergeben. Die Männer treiben ca. 4000 Stück Vieh über die Hochebene und sie erzählen uns, dass einige Schafe verloren wurden. Aber eine Suche ist fast aussichtslos, denn in dem weitläufigen Gebiet sind die Tiere kaum zu finden. Beim kurzen Gespräch werden wir auch um Medikamente gebeten. Einer der Männer hat massive Magenprobleme und ein anderer ist stark verkühlt, was bei der schlechten Ausrüstung und den niedrigen Temperaturen auch kein Wunder ist. Das Thermometer fällt in der Nacht auf 5 Grad unter Null. Gerne hilft man aus und als Dankeschön möchten die Hirten eine junge Ziege überreichen. Das ist aber zu viel des Guten. 4 Personen im Jeep und dann noch eine Ziege. Und dann brechen sie auf, voran der Treiber mit dem Leittier, knapp dahinter die mehrere tausend Stück zählende Herde. Es vergeht fast eine Stunde, bis der ganze Tross unbeschadet über die schwankende Brücke gekommen ist. Es war eine kalte Nacht, das Wasser in der Flasche ist gefroren. Und dann eine böse Überraschung, unser Jeep will nicht mehr. Er ist ja nicht mehr der Jüngste, 27 Jahre alt, aber sehr gut gewartet. Doch die niederen Temperaturen in der Nacht ließen das Dieselöl stocken. Nach mehreren Startversuchen ist die Batterie leer. Nach mühevollem Anschieben kommt das Fahrzeug genau vor der Brückenauffahrt zum Stehen und nichts geht mehr. Der Platz hat sich aber sehr gut ergeben, denn jedes Fahrzeug, das weiterkommen will, muss Hilfe leisten. Es dauert fast eine Stunde, bis ein Wagen kommt, denn um diese Jahreszeit sind kaum mehr Fahrzeuge auf der Hochebene unterwegs. Die geschickten Hände des hinzugekommenen Fahrers machen sich an die Arbeit. In diesem Land scheint jeder Lenker auch ein Mechaniker zu sein. Werkzeug haben sie jede Menge im Fahrzeug, denn bei den schlechten Straßenverhältnissen und Witterungsbedingungen kann es immer wieder zu Problemen kommen. In den Sommermonaten wird das Deosei-Plateau von den Bauern der angrenzenden Täler als Sommerweide für ihre Tiere genutzt. Trotz der Höhe wächst das Gras üppig und so können die Yaks, die Schafe und die Ziegen hier 3 bis 4 Monate bleiben. Mit Hereinbrechen des ersten Frostes ändert sich das Landschaftsbild grundlegend. Die Weiden werden braun und es wachsen nur mehr trockenes Büschelgras, Flechten und Torfmoose. Bedingt durch die extremen klimatischen Verhältnisse wie hohe Verdunstung, starke Strahlung und Temperaturgegensätze haben sich bei den Pflanzen spezifische Anpassungsmechanismen entwickelt, die zur Bildung wasserspeichernder Arten führte.
Wildtiere sind am Deosai-Plateau nicht zu sehen. Die scheuen und seltenen Bären und Schneeleoparden meiden jeden Kontakt und selbst die Murmeltiere am Wegesrand verschwinden bei der geringsten Bewegung mit lautem Warnpfiff in ihren Bau. Ein einsamer Reiter nutzt noch die Gelegenheit, vor Wintereinbruch die weit kürzere Strecke nach Skardu über das Plateau zu nehmen. In 2 bis 3 Tagen hat er den Weg zurückgelegt. Eine Reise durch die Täler würde ca. 14 Tage dauern. Auch wir konnten diese einsame, riesige, aber wunderschöne Hochebene unbeschadet durchqueren und die schmale Straße windet sich nun in das Tal des Gebirgsflusses Astor in Richtung Hindustal. Hier ist der Lebensraum von tibetischstämmigen Pakistanis. Ihre Vorfahren siedelten sich an, als durch dieses Tal Handel mit China und Tibet betrieben wurde. Wenn sich die Talbewohner auch im Lauf der Jahrhunderte angepasst haben, so konnten sie doch Eigenheiten ihrer ursprünglichen Heimat in der Landwirtschaft und im Bau ihrer Dörfer bis heute bewahren. Wenn der Boden im Talgrund zur Bewirtschaftung nicht ausreicht, werden die Felder bis hoch auf den Hang terrassenförmig angelegt. Nach dem Schnitt des Getreides bündeln sie die Halme, die dann in großen Kegeln auf dem Feld zum Trocknen aufgestellt werden. Gedroschen wird noch mit dem Dreschflegel. Die Spreu wird vom Korn getrennt, indem man alles in die Luft wirft und der Wind das lose Material fortträgt. Auf den aus Naturstein mit Flachdach gebauten Häusern wird Stroh kuppelartig aufgeschichtet. Eine solche Art der Lagerhaltung findet man sonst nirgends in Pakistan. Der Vorteil liegt darin, dass im Winter bei großer Schneelage das Stroh am Dach immer verfügbar ist und außerdem das Haus warm hält. Die einst aus Tibet stammenden Bewohner des Tales, deren Vorfahren Buddhisten waren, sind in der Zwischenzeit zum Islam konvertiert, was deutlich an der Bekleidung der Frauen und dem Kopftuch erkennbar ist. Immer wieder treffen wir auf Viehherden, die vom Deosai-Plateau kommend in die wärmeren Regionen des Landes Richtung Indus-Tal ziehen. Es sind Nomaden, die diese weite Wegstrecke 2-mal im Jahr auf sich nehmen, um die Tiere gut zu versorgen und damit auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Meist ziehen mehrere Familien durch das Tal und sie nutzen die gut ausgebauten Verkehrswege, denn so kommen sie mit den Herden gut voran. Am Fluss schlagen sie ihr Lager auf, da kostet der Weidegrund nichts. 1 bis 2 Tage bleiben sie und ziehen dann weiter. Die Ausrüstungsgegenstände wie Zelte und die Kochausrüstung werden auf Pferden transportiert. Wenn die Gruppe größer ist, kommt auch schon ein Lastwagen zum Einsatz. Ist kein Weideplatz neben dem Fluss zu finden oder die Herden sind größer, mieten sie von den Grundbesitzern gegen Entgelt ein Stück Land an, wo sie dann länger auf einem Platz bleiben. Der pakistanische Staat gibt sich heute nach außen hin modern und fortschrittlich und da haben Nomaden keinen Platz. Das nicht sesshafte Volk lässt sich nirgends einordnen, viele der Erwachsenen sind Analphabeten und die Vielzahl von Kindern kommt auch nur sporadisch in die Schule, nur dann, wenn sie im Winterquartier im Süden länger Halt machen. Vor ca. 10 Jahren wurde von der Stadt Astor nach Rama, einem kleinen Ort zu Füßen des Nanga Parbat, eine für Geländewagen befahrbare Piste gebaut. Das schmale Hochtal ist nur 5 Monate im Jahr schneefrei und so sind die Bewohner in der kurzen Zeit damit beschäftigt, genügend Brennmaterial aus den Bergen herbeizuschaffen. In der Bergregion wächst vorwiegend die schnell wachsende Birke, doch ein Großteil der Berghänge ist bereits abgeholzt. Und so müssen die Holzfäller heute in immer höheren Regionen ihrer Arbeit nachgehen. Bei guten Witterungsbedingungen ist das Holzfällerlager voll besetzt und die Pferdeführer gehen 2-mal im Tag die Strecke nach Astor ins Tal, um die gefällten Stämme abzuliefern. Durch das raue Klima wachsen die Pflanzen sehr langsam und an den abgeholzten Hängen versäumt man es nachzupflanzen. So können nur mehr Moose und Flechten gedeihen.
Der mangelnde Pflanzenwuchs ruft Erosion hervor, es kommt vermehrt zu Hangrutschungen und es bleiben längs des Gletscherflusses nur die kahlen Moränenkegel über. Der kleine Gebirgssee wird von den Ausläufern des Gletschers gespeist, der am Chongra Peak entspringt. 3 Monate im Jahr verbringen Hirten und Herden auf den Hochweiden um den See. Ende August verlassen sie ihre Steinunterkünfte und treiben die Tiere ins Tal nach Astor. Besonders wenn die Nebel über die Bergkämme vom Nanga Parbat herüberziehen, werden die alten Legenden lebendig. Bereits lange bevor das Dorf Astor und Rama existierte, kamen Männer in die Gegend des Ramasee am Fuße des Nanga Parbat. Der See war immer ruhig, nur hin und wieder kleine Wellen am Ufer. Das änderte sich schlagartig, als die Männer den Ramasee erreichten. Das Wasser kam in Bewegung und gewaltige Wogen türmten sich auf. Wie auf einen Schlag stiegen dann an den entgegengesetzten Seiten des Sees 2 riesengroße Katzen aus dem Wasser, die sich bekämpften. Der Anblick war so schrecklich, dass viele Männer erstarrten und flüchteten. Die 2 Riesenkatzen vom Ramasee aber waren Feen, die den Nanga Parbat und seinen See als heiligen Ort bewachten, den niemand betreten durfte. Das Besteigen des Nanga Parbat ist sowohl vom Ramasee wie auch vom Indostal aus sehr schwierig und problematisch. Beim Zusammenfluss von Raikot-Fluss mit dem Indus führt eine schmale, steile Piste 15 Kilometer steil bergan durch das schmale Tal nach Tato. Der kleine Ort ist Ausgangspunkt für Hochtouren dem Nanga Parbat entgegen. Entlang des Gletscherflusses führt der Weg stetig ansteigend zur Märchenwiese. Manchmal trifft man auf Einheimische, die mit Backpferden aufsteigen. Sie bringen Fehlendes zum Basislager und Torf bei der Märchenwiese. Große Tiere sieht man beim Aufstieg kaum, doch wenn man etwas Geduld mitbringt, kommen auch die Kleinen zum Vorschein. Zuerst scheu und verschreckt kriecht ein Erdhörnchen aus seinem Bau und zieht sich immer wieder zurück. Doch dann ist die Neugierde stärker und es beobachtet interessiert die Umgebung. Durch dieses Tal stiegen die Mannschaften vieler Expeditionen, um den Nanga Parbat von der Märchenwiese aus zu besteigen. Die Bewohner des kleinen Dorfes leben komplett zurückgezogen als Selbstversorger. Wenn keine Touren auf den Berg durchgeführt werden, ist es hier oben ruhig. Doch wenn Expeditionen von hier aus zum Basislager gehen, wird die Anhöhe zum Rummelplatz. Die Bewohner, besonders die Frauen, sind Fremden gegenüber sehr abweisend. Im Dorf kann man sich nicht umsehen. Die Frauen sind streng religiös und haben offensichtlich der vielen Expeditionen wegen, die von hier aus starteten, schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht. Durch die einseitige Ernährung haben die Bewohner, besonders die Kinder, Mangelerscheinungen und dadurch gesundheitliche Probleme. Die einfachen, aus Holz gebauten Hütten sind gegen den Boden hin kaum isoliert. Sie sind feucht, sodass viele an rheumatischen Erkrankungen leiden. Der Nanga Parbat, auch nackter Schreckensberg, wie er aus dem Sanskrit übersetzt heißt, bewahrheitete sich viele Male. In unzähligen Versuchen bemühte man sich, den 8.125 Meter hohen, neunthöchsten Berg der Welt zu bezwingen. Der lange Anmarschweg durch unwegsames Gelände, riesige vergletscherte Flächen an den Flanken und die enorme Höhendifferenz machten den Bergmannschaften zu schaffen. Vom Durchbruchstal des Indus bis zur Nanga Parbat-Spitze beträgt der Vertikalabstand 7000 Meter. Es ist die größte relative Höhendifferenz, die auf der Erde zu verzeichnen ist. Die Südwand des Nanga Parbat ist die höchste Gebirgswand der Welt. Sie ist so steil, dass sich an ihr kein Gletscher festsetzen kann. Bereits 1895 versuchte eine englische Bergsteigergruppe unter der Führung von Albert Mummery, der zu den besten Bergsteigern seiner Zeit zählte, den Berg zu bezwingen. Es endete fatal, die Gruppe wurde von einer Lawine verschüttet. Dann folgten Jahre der Stille.
Erst 1953 gelang der Durchbruch bei einer deutsch-österreichischen Expedition. Hermann Buhl gelang es am 3. Juli im Alleingang, den Gipfel zu bezwingen und total erschöpft und um Jahre gealtert, aber gesund ins Basislager zurückzukommen. Kein 8000er hat so viele Opfer wie der Nanga Parbat, der westliche Eckpfeiler des Himalayas, gefordert. Den Namen Märchenwiese hat die große Weidefläche von ausländischen Expeditionsgruppen erhalten. Die Bewohner des Tales nennen sie Feenwiese. Der Name kommt von einer Legende, die immer wieder erzählt wird. Auf dem Gipfel des Nanga Parbat hauste ein böser Geist. Die Menschen der ganzen Umgebung wurden in Schrecken versetzt, als er ein schönes Mädchen aus dem Tal entführte und in Windeseile auf den Berg brachte und dort einsperrte. Die Wände waren brüchig und schwer zu besteigen und nur besonders waghalsige Männer konnten es wagen, die Höhen zu erklimmen, um das Mädchen zu befreien. Keinem gelang es. Sobald einer im Fels war, erschütterte der Geist den Berg, große Felsbrocken kamen ins Rollen, verletzten die Mutigen oder rissen sie in den Tod. Das hinderte aber nicht, dass immer wieder Männer ihr Leben aufs Spiel setzten. Das Mädchen aus dem Tal lebt auch heute noch als Fee auf dem Gipfel und wartet, dass sie eines Tages aus den Klauen des bösen Geistes befreit wird. Es ist eine Legende, die hier erzählt wird, deutet jedoch auf die Menschen hin, die trotz der großen Gefahren bereit sind, den gefährlichen Berg zu bezwingen.